Hallo liebe Varamundianer, wir sind ja auf der Baustelle unserer Software Factory. Und ja, der Start war im März, 9 Monate Bauzeit sind jetzt rum. Es hat sich, wie man sieht, einiges getan. Ich freue mich wahnsinnig, euch die Eindrücke jetzt vermitteln zu können, indem wir einen kleinen Rundgang machen. Führen wird uns hier unser Baustellenleiter, der Herr Dunker, und ja, den holen wir jetzt mal ab. Herr Dunker, wo sind wir denn jetzt? Wir befinden uns aktuell im zweiten Untergeschoss, was vollständig als Tiefgarage erschlossen wird. Dieser Bereich wird auch gepflastert, wo wir hier als Muster auch sehen. Momentan befinden wir uns im Zeitplan. Ab nächsten Jahr im Januar wird hier die ganze gesamte Tiefgarage gepflastert. Und ab Februar geht es hier mit der Haustechnikmontage los. Also hier stehen wir im ersten Untergeschoss, auch als Tiefgarage vorgesehen. Hier im Hintergrund wird die Tiefgarage angebunden durch die Einfahrt, die wir vorher schon gesehen haben. Das heißt, die Autofahrer fahren hier rein, einmal um die Ecke und dann auch ins zweite Untergeschoss. Hier auf der rechten Seite zu sehen sind die Umkleiden, die jetzt für die Radfahrer vorgesehen sind, die sich dann auch hier duschen können und so weiter. Die Tiefgarage im U1, die wird jetzt im August nächsten Jahres noch beschichtet. Außerdem bekommen wir noch eine Deckendämmung Anfang des Jahres. Und ansonsten sind wir hier auch sehr gut im Terminplan. Boah, also hier sieht man ja schon wirklich was. Hier sieht man unsere coole Treppe. Hier werden zukünftig unsere All-Together stattfinden. Das ist für mich ein wirkliches Highlight von unserer Software Factory. Herr Dunker, was ist denn so Ihr persönliches Highlight an unserem Gebäude? Wir stehen jetzt aktuell im Erdgeschoss vor der sogenannten Elefantentreppe, quasi wo das ganze Gebäude erschlossen wird. Also wirklich faszinierend an dem Gebäude neben der Fassade, die sehr aufwendig und auch eindrucksvoll hier im Kontext steht, ist natürlich diese offene Gestaltung des Gebäudes mit der Atriumtreppe, die jetzt hier quasi das Erdgeschoss ins erste Obergeschoss erschließt und dann darauf folgend mehrgeschossige Bereiche, die wirklich das Gebäude sehr, sehr offen gestalten und auch dann letztendlich sehr eindrucksvoll darstellen. Wir sind ja jetzt im ersten Stock, sprich die Elefantentreppe einmal nach oben. Hier sieht man, dass wirklich noch fleißig gewerkelt wird, obwohl das Jahr sich zu Ende neigt. Herr Dunker, was steht denn nächstes Jahr so auf dem Plan? Was sind denn so die nächsten großen Schritte? Je Obergeschoss sind Meetingräume vorgesehen, die jetzt auch hier im Hintergrund geplant sind. Und der restliche Bereich wird ja als Open Space für die Mitarbeiter vorgesehen, mit freier Raumgestaltung. Und hier, wo wir gerade stehen, immer wenn man die Atmungstreppe emporkommt, werden dann Teeküchen für die Mitarbeiter gebaut. Ja, es hört sich ja super an, nach großen Fortschritten. Und dass wir trotz Corona im Zeitplan sind, ist ja wirklich super. Worauf ich mich natürlich auch besonders freue, ist hoffentlich, dass wir nächstes Jahr wieder ein Richtfest feiern können. Herr Dunker, wann wird es denn soweit sein? Ja, aktuell ist vorgesehen, dass nach Terminplan das Ende Mai circa der Rohbau abgeschlossen wird. Und da hoffen wir, dass bis dahin wieder die Möglichkeit besteht, ein Richtfest zu feiern. Herr Dunker, vielen, vielen Dank für den tollen Rundgang. Ich hoffe, unsere Varamundianer konnten sich so ein bisschen den Eindruck von der Baustelle verschaffen. Ja, ich entlasse Sie jetzt. Es ist nämlich wirklich kalt heute. Und ich bin mir sicher, Sie wollen wieder in den Baucontainer zurück. Vielen Dank nochmal. So, und ich muss jetzt aber auch mal wieder weiterarbeiten.